Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuto, beim Clan Sofa Crew, mit dem Chefkoch nämlich. Und ich logge jetzt das erste Mal hier ein mit dem Chefkoch größer und besser, also auch gleich der Erfolg. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe das ja schon länger auch nicht mehr jetzt gehabt. So ein Rathaus 7 auf 8 und wir schauen mal rein hier. Ja, sieht in jedem Fall nett aus. Ich habe ja so ein bisschen so die ein oder andere magische Kiste und ihr habt sicherlich schon festgestellt, dass ja wieder die Clan-Spiele sind. Oh, mir haben sie hier richtig was geklaut nochmal. Und ich muss mal sehen, ob wir hier nicht irgendein Buch vielleicht für uns gewinnen können oder so. Das wäre natürlich super. Denn ich habe ja jetzt doch ganz schön viel hier zu tun. Und ich glaube, ich nehme jetzt... ich nehme mal noch nichts an. Wir machen hier erstmal das Rathaus, beziehungsweise wir reparieren erstmal alles und dann schauen wir mal, was es eigentlich an neuen Sachen für mich gibt hier. Ich habe ja ein Buch, hatte ich jetzt eben schon gesagt. Ich habe noch das Baubuch. Das heißt also, ich kann ein Gebäude sofort fertigstellen. Das, denke ich mal, wird das Labor sein. Ich meine, es läuft auch nur 4 Tage. Hier auf Rathaus Level 8 gibt es ja noch nicht wirklich was so super lange läuft. Aber es gibt ein paar neue Sachen, dann gucken wir mal rein. Also wir bekommen auf jeden Fall neue Ressourcen. Und ich würde sagen, die neuen Sachen bauen wir auch einfach mal. So ein paar Bauarbeiter habe ich ja frei hier und noch ein Lager. Jawohl. Das würde er dahin packen. Das packen wir mal hier hin. Die bauen wir in jedem Fall mal aus. Und wir kriegen auch noch einen. Oh, der dauert schon wieder ein bisschen länger. Der Bohrer, okay. Dann haben wir, glaube ich, Armee Verteidigung. Oh, 63 Verteidigung. Okay, das sind natürlich die Mauern hier. Jetzt gucke ich mal, dass wir die hier hinbekommen. Man bekommt die Mauern ja nie so hin, wie man eigentlich möchte. Und eine RA-8 Base baue ich mir dann natürlich sicherlich später auch noch. Aber sicherlich nicht in diesem Video. So 25, glaube ich, bekommt man dazu. Passt das? Oh, das passt immer noch nicht. Okay. 1, 2, 3. Mal sehen, wann das hier aufhört. Oder sind das... ich glaube, das sind 50 Mauern, ne? Ich glaube, das sind hier 50 Mauern, die man dazu bekommt. Ah, das war's. Okay. Jetzt muss ich auf Rathaus Level 9, um noch ein paar dazu zu bauen. Army, was erwartet mich denn hier eigentlich? Ah, okay. Das ist die Schüssel hier. Ich glaube, die bauen wir auch ruhig jetzt schon. Da können wir ruhig einen Bauarbeiter, denke ich mal, für verschwenden. Und dann gucken wir mal nochmal in die Armee rein. Das ist die zweite dunkle. Okay. Ah, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Verteidigung, was gibt es denn hier Neues? Es kommt ja richtig was dazu. Und dann nehmen wir erstmal die Sachen, die hier überhaupt keine Baukosten haben. Das heißt also, die hier keine Zeitkosten an Verteidigung. Wie viele Sprungfallen bekommen wir dazu? Das war übrigens eine Frage, ob ich alle Sprungfallen gelevelt habe auf Rathaus Level 7. Ja, habe ich. Ich habe alle Sprungfallen gelevelt. Dann ziehen wir das Klappergestell hier einmal rein. Und was haben wir hier noch an Kurzzeitverteidigung? Ah, die Luftminen. Okay, also bei Rathaus Level 8 gibt es ja richtig, richtig viele Sachen dazu. Mergerturm, noch eine Riesenbombe dabei. Und Tesla kommt noch. Okay, hier haben wir auch noch eine Luftbombe. Das ist super. Und wie oft muss man hier reingehen? Das war es dann aber auch. Da muss ich jetzt erstmal checken, was ich wie womit mache. Und ich denke aber mal, damit wir später die Drachen vor allen Dingen forschen können, müssen wir das Labor hier hoch haben. Ich habe hier noch so ein ganz kleines bisschen in der Schatzkammer angesammelt. Also hier geht es auf jeden Fall. Ah, okay, die gehen jetzt auch schon ein bisschen höher. Ich denke mal, wir machen erstmal diese beiden Sachen hier weiter und dann mal einen kleinen Cut und dann machen wir hier gleich noch mal ein paar Rathaus 8 Angriffe.
So, ich habe jetzt die ersten Sachen im Bau und ich habe jetzt auch schon einfach ein bisschen weiter gebaut. Also auf jeden Fall kann das Labor erstmal laufen. Ich glaube, das Labor mache ich doch nicht, denn ich kann im Moment eh nichts forschen, weil ich viel zu wenig Elex habe. Und habe mit dem vierten Bauarbeiter oder überhaupt mit einem Bauarbeiter hier die Clanburg angestoßen, denn die dauert auch nur 2 Tage. Und dann habe ich hier die 25 Truppen zusammen. Ich würde sagen, wir nehmen uns das Gebäude hier und machen es fertig, denn dann habe ich gleich den dunklen Zauber und kann auch schon mit meinen Level 2 Drachen die ersten CKs hier wieder mitspielen. Ich glaube, das ist eine gute Investition hier. Damit haben wir die dunkle Zauberkaserne und können jetzt auch einen dunklen Zauber brauen, nämlich den Giftzauber hier. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz gut. Und ihr seht das hier, ich habe so ein bisschen Eventtruppen ausgebildet, das, was ich in jedem Fall machen will. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Gold ausgeben, denn die Mauern hier, die gehen natürlich gar nicht. Da müssen wir erstmal, ich denke, da ballern wir mal 1, 2, 3 Level schon mal rein. Und dann haben wir die hier, ja, nicht auf einer wirklich schönen Farbe, aber wir haben sie schon mal auf einer etwas netteren Farbe, denn Level 1 Mauern, das sehe ich einfach viel zu häufig, das geht gar nicht. Und so habe ich sie jetzt schon mal auf schwarz, also Mauer Level 4, die werden jetzt schon ein bisschen teurer. Das sind die goldenen, ja, das lasse ich mir erstmal so, damit ich ein bisschen weiterbauen kann. Denn was ich jetzt in jedem Fall mache mit den 3 Bauarbeitern hier, wir holen hier die Verteidigung raus, die nicht ganz so lange läuft, hat einfach den Hintergrund, dass ich die schon in meiner Kriegsbasis habe. Wenn ich jetzt also in 2 Tagen wieder Clankriege mitspiele, dann habe ich die Gebäude, die hier auch noch laufen bzw. im Update sind, oder angenommen, ich würde jetzt den Clankrieg mitspielen, dann wären diese Gebäude jetzt schon mit bei mir drin, denn die anderen Sachen dauern dann schon etwas länger, vor allen Dingen der Bombenturm hier, den könnte ich mir sogar noch leisten, glaube ich. 2 Mille habe ich die. Die habe ich gerade so, Donnerwetter. Ich glaube, die 2 Mille, die geben wir uns noch, denn der läuft schon ein bisschen länger, 4 Tage. Und dann stoßen wir den schon mal an, würde ich sagen. So, dann haben wir alle Bauarbeiter jetzt beschäftigt. Heute Abend kann ich dann wieder die anderen Sachen weiterbauen. Und der Bombenturm ist in jedem Fall in meiner Kriegsbasis, wenn ich in 2 Tagen wieder anfange, hier weiter mitzuspielen. Lange Rede, langer Sinn. Ich habe hier übrigens noch eine Armee am Start, die habe ich noch als Rathaus 7 gebaut. Da wollte ich eigentlich mal ein bisschen mit angreifen, weil ich da so viel Dunkles hatte, nämlich Hockrider auf Level 2. Und ja, die Hocks sind mir ans Herz gewachsen in allen Rathausstufen. Und dieser Account hier soll natürlich der Nachfolger vom Chief Barfuß werden. Also auch eine Hockrider-Maschine hier. Und die werde ich auch sicherlich relativ früh leveln. Aber erstmal wollen wir hier ein bisschen Ressourcen mitholen. Mal sehen, und ich habe auch einen Erfolg angenommen, glaube ich, bei den Clanspielen, dass ich hier eine Base zu 100% rocke. Also suchen wir uns mal was ganz Leichtes so im Rathaus 7 Bereich. Denke ich mal, sollte das schon sein. Jo, und wer richtig hingeguckt hat, ich habe es ganz verpeilt, dass das Weiterdrücken hier schon 580 Gold kostet. Und ich habe immer schön auf Weiter geklickt und irgendwann hatte ich dann kein Gold mehr. Das heißt, ich musste jetzt erstmal boosten. So, ich gucke jetzt mal, was ich hier... Oh, hier habe ich nochmal 4 richtig große Riesen drin. Mal gucken, ob er hier was in der Lücke hat. Hat er nicht? Okay, dann können wir hier, glaube ich, über seine neuen Gebäude auch gehen. Der scheint mir ja auch noch nicht so lange 8 zu sein. Und deswegen nehmen wir ihn hier in jedem Fall mit. Und dann gucken wir mal, ob die Riesen hier jetzt so ein bisschen Richtung Base gehen. Ist zwar ein Rathaus, ja, ist auch ein 8er, aber ich glaube auch noch nicht so lange 8. Und dann können die hier jetzt hoffentlich jetzt mal reingehen. Ich habe 2 Heilzauber zumindest für die Hockrider mit. Und ich würde sagen, wir lassen die jetzt auch schon mal hier ruhig so ein bisschen mitreiten. So, dann müssen wir die hier schon mal heilen. Den Queen darf ich nicht vergessen. Oh, scheiße, die Riesenbombe. Ah, Mist. Ah, okay, den haben wir noch gerade so gerettet. Mal sehen, da sind jetzt noch die Hocks unterwegs. Die muss ich hier jetzt noch nicht giften, sondern heilen. Toto ist verpeilt, aber ihr seht auch, das hier ist, glaube ich, noch ein relativ frischer 8er. Und deswegen sind meine Hocks hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg, hier die 100% zu machen. Ja, das sieht gut aus, denn ich habe eine 100% Quest, aber erreiche insgesamt, also mit mehreren Kämpfen, wäre das dann auch gegangen. Aber ich habe jetzt mein Gift nicht verbraucht, das ist natürlich super. Und
räume den jetzt schon mal 100% ab. Das heißt, ich bin auch in den Clan-Spielen wieder. So ein bisschen verpeilt bin ich ja echt. Ich habe jetzt tatsächlich mal einen Boost-Trank nehmen müssen für meine ganzen Sammler. Sonst hätte ich überhaupt nicht weiter aufnehmen können. Und das läuft mir dann alles viel zu weit weg. Und deswegen werde ich gleich auch nochmal einen schönen Boost anwerfen für ein bisschen mehr Farm. Dann wird die Folge mal ein bisschen länger hier. Mal ein bisschen länger. Rathaus. 7, 8 Action. Und jetzt müssen die hier nur noch die Ecken abräumen. Ja, ich komme noch ein bisschen weiter raus. Alle Truppen gesetzt. Und dann habe ich das mal mit Hox gemacht. Ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Wie gesagt, die Armee war noch aus Rathaus 7 Zeiten, wo ich eigentlich mit den Hox einmal angreifen wollte. Da kommen jetzt noch Skellies raus, auch nicht schlecht. Da kümmern sich jetzt aber die Hox drum. Und dann sind das hier 100%. Die Bombe da hinten in der Ecke, ey. Naja gut, ist nicht so tragisch. Ich glaube, die Ressourcen passen. Und damit habe ich, ich habe die Clanburg auch und ich habe den Fortschritt hier. Das ist super. Damit habe ich die ersten Punkte hier eingefahren, denn hier geht es ganz behändelos in der Sofa-Crew wie immer. Und Nachtdorf, die 400, die 800%, das habe ich heute schon mit einem anderen Charakter gemacht. Das mache ich jetzt mal nicht. Das sind die Rage-Barbaren hier, glaube ich. Okay, die nehmen wir mal auch nicht. Wir nehmen mal den hier für 8 Stunden. Und ihr seht das, ich habe jetzt schon eine Truppe gebaut für das Event, denn hier läuft ja auch Event im Moment. Benutze, was muss ich machen hier? 20 Barbaren, 4 Riesen, 20 Bogenschützen. Ich glaube, das habe ich exakt auch so ausgebildet und damit greifen wir in so ein paar Minuten wieder an. Ich schiebe jetzt erstmal den Schub an und dann machen wir hier noch 2, 3, 8 Farmangriffe. So, ich habe zweimal die Truppe jetzt fertig und ich kann doch nicht boosten, denn ich bin jetzt die nächste Stunde dann leider doch nicht zu Haus, aber wir gucken einfach mal rein, ob wir überhaupt mit so einer Armee was reißen. Ich meine, ich habe ja noch keine Truppe hier auf Rathaus Level 8 und muss hier mit den Vierern durch. Ja, so einer ist eigentlich ganz gut. Dunkles, da lege ich jetzt erstmal nicht so den Superwert drauf, aber der hat hier den Feger im Bau. Und ihr seht, was ich dabei habe. Ich habe ein paar Riesen, ein paar Heiler vor allen Dingen dabei. Mal sehen, dass die mir jetzt gleich in so eine Falle tapsen. Das tun sie nicht. Dann schicke ich hier mal die Heiler hinterher. Und dann können hier schon mal, glaube ich, so ein bisschen, ich setze mal von allen Truppen etwas. Ich glaube, das ist ganz sinnig, sodass ich jetzt mal einen Funnel hinkriege. So, da ist der Funnel. Und meine Mauerbrecher gehen jetzt natürlich erstmal auf die erste Mauer. Nicht, dass die schon mal durch diese eine Mauer da vielleicht laufen, die sowieso auf ist. Und hier hauen wir jetzt einmal Wut rein. Und jetzt haben wir hier den Superfunnel, nämlich jetzt gleich für unsere Superfunnel für die Barbaren, die erstmal zur Hütte laufen. Ach, meine Herren. Es ist eine Farce, ja. Macht ihr erstmal die Bauhütte. Ist ja ein wichtiger Prozent vielleicht auch. Gar keine Frage. Den Gift hätte ich jetzt mal nehmen können. Nee, hätte ich nicht nehmen können. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da so ein gegnerischer King ist oder sowas. Oh, da ist die Riesenbombe. Okay, dann muss ich den jetzt mal zünden. Und ich glaube, ich heil den mal. Das bringt zwar jetzt nicht so super viel, aber so ein bisschen, dass vielleicht der Magerturm jetzt noch weggeht. Jawohl, Magerturm geht weg und wir kriegen in jedem Fall, glaube ich, alle Ressourcen. Und wir kriegen wir die Base down? Ja, ich denke, die Base bekommen wir down. Super. Also mal richtig Rathaus 8 Action hier. Ich bin richtig nass drauf, muss ich mal so sagen. Denn macht natürlich voll Laune hier, mit den kleinen Truppen hier auf Reise zu gehen. So, und ich dürfte jetzt auch den ersten Erfolg haben, denn das dauert hier ja doch ein bisschen. Die Bauhütten nehme ich ruhig mit. Es gibt ja so einen Bauhüttenerfolg. Auch da müsste ich mal reinschauen, ob ich das inwieweit ich schon die ganzen Bauhütten fertig habe. Aber ich glaube, man brauchte gar nicht so viele Bauhütten zu haben. So, da ist die erste Geschichte und dann rennen die Jungs hier unten. Da sind sie und zerschmettern mir jetzt die andere Bauhütte. Ja, wird auch langsam Zeit, dass die mal einen Helm auf den Kopf kriegen. Das geht ja gar nicht, nur diese Kopfbinde. So, dann haben wir hier in jedem Fall schön gewonnen. Ja, können auch mal so ein paar Pokale machen, denn die baue ich mal nach. In der Schnellausbildung, warum habe ich da, ach so, ja, okay. Okay, dann machen wir das so. 1, 2, 1, 2, 1. So müssen wir es machen, denn ich habe die Truppe ja nochmal fertig
Und ja, hier holen wir uns jetzt erstmal die Gems ab. Also es fließen demnächst sowieso noch mehr Gems bei mir rein. Clanburg geht jetzt gerade auf 4. Das heißt also, die 20 Gems kriege ich rein. 2000 Mauern. Ich muss noch so ein paar Mauern heute machen. Dann habe ich nochmal 20 Gems. Also an Gems kann ich mich hier nicht beklagen. Und wir machen auf jeden Fall einfach noch ein bisschen Farming weiter. Ich habe ja schon gesagt, das Video wird einfach mal ein bisschen länger. Ich hoffe, das freut euch. Schön auf so einen Samstagmittag. Und dann mache ich kurz einen Cut. Jo, wir mussten ja Goldlager machen. Hier haben wir natürlich zwei Goldlager schön in der Mitte. Und mal sehen, ob wir hier nicht so ein Rathaus Achter hier mit unserer Truppe rocken können. Ja, Walküren noch mit dabei. Wir brauchen ja in jedem Fall Gold. Dunkles ist da hinten. Da ist eine Luftabwehr. Ja, ich würde sagen, dann schicken wir unsere Riesen hier einfach mal vor. Und die gehen natürlich wieder den unmöglichsten Weg schlechthin. Ist klar, warum geht er nicht da durch? Ja, weil ich euch da ja nicht aufgemacht habe. Da haben die dann schon recht. Und dann nehmen wir mal den King hier mit rein. Ein paar von denen hier. Und jetzt müssen wir hier schon mal so ein bisschen unseren Funnel machen. So, ich würde sagen, wir ziehen hier einfach die Walküre und den Magier mit rein. War doch ein Magier drin. Da war ein Magier drin. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass die Truppen hier jetzt auch in die Mitte reingehen. Ah, die laufen schon wieder unter Umständen so ein bisschen doof raus. Doof raus ist gut. Sie laufen ganz schön weit raus. Ich kriege nicht mal ein Lager hier. Oh, nö. Naja, gut, wir gewinnen und wir gewinnen auch so ein paar Ressourcen. Minen und Sammler sind ja jetzt ein bisschen voller hier an der Stelle. Mal sehen, wenn wir die jetzt nochmal gleich einmal durchheilen. Hier, oh, hier gehen ja doch jetzt doch so ein paar noch zu den Lagern hin. Und, hier unten habe ich noch ganz gut was in Heilung. Dann heilen wir die mal. Und die gifte ich jetzt mal hier, die Skelette. Da waren, glaube ich, gerade ein paar Skelette an meinen Riesen. Und, hier in der Mitte. Ich kriege die beiden Lager noch. Super. Und ich würde fast sagen, wir kriegen das ganze Dorf mal wieder. Coole Armee hier. Also, es ist, glaube ich, eine gute Armee hier, um das Event vor allen Dingen zu spielen. Mit den Heilern hier. Okay, jetzt sind natürlich die Riesen nicht in Heilung, sondern die Magier in Heilung. Aber auch das ist eine coole Kombi. Und jetzt war da hinten ist die letzte Defense. Jawohl, ich kriege die beiden Lager doch. Mann. Oder hatte der nicht vielleicht sogar schon drei? Weil er eigentlich hat ja ein Rathaus 8-3. Müssen wir gleich mal in den Erfolg reingucken. Und dann haben wir den auf jeden Fall auch down hier. Und haben sogar noch richtig viele Truppen über. Ja, ist, glaube ich, eine gute Armee. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass wir heute mal ein bisschen Rathaus 7-8 farmen. 400.000 von beiden. Oh, und den Sternebonus schon wieder eingeheimst. Und wie viel haben wir hier jetzt drin? Ja, es waren 3 Stück. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Dann trainieren wir die natürlich mal wieder nach. Und ja, wir machen einfach weiter. So, wenn ich jetzt, euch jetzt erzähle, was ich zwischen den ganzen Videos hier gemacht habe, also zwischen den ganzen Schnitten, dann glaubt ihr mir das eh nicht. Ich war einmal beim schwedischen Möbelhersteller, habe ein bisschen was gekauft, um dann wieder irgendwann nach Hause zu kommen. Also wirklich nett, weil ich hatte hier auch ein bisschen Pause, bin einmal angegriffen worden. Ah, jetzt muss ich aber schon ein bisschen schneller reinkommen. Ah, jetzt muss man mal gucken, dass ich hier schnell meine... Oh, ihr hört gerade das Geklicke hier an der Maus, denn ich nehme natürlich am Emulator auf. Und hier wute ich die ganz gerne. Oh, ich bin Mauermeister. Ey, das ist super. Das ist schon mal super. So, jetzt muss ich die aber hier auch hart durchwuten. Denn, ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch mehr da verliere, noch mehr Truppen. So, da muss ich jetzt einmal meinen Heilzauber werfen. Ich hätte ja auch mal mein Gift nehmen können, ne? Ich bin auch ein Trottel. Naja. Mal sehen, ob wir Goldlager. Oh, die kriegen wir nicht. Oh. Ich kriege die Goldlager wieder nicht. Shit. Ich kriege wieder die Goldlager nicht. Und genau die brauche ich ja für meine Challenge. Also nicht für meine Challenge, sondern für diese Riesen-Challenge. Und ich... Ist aber auch nicht schlimm. Obwohl, ich glaube, die brauchte man nicht gewinnen, aber ich hätte eigentlich mit den Riesen gewinnen müssen. Ich glaube, diese Dörfer hier sind manchmal doch ein bisschen hart für mich. Okay, da haben wir mal in sauren Apfel gebissen. Der nächste wird besser. So, mal sehen, wird besser. Toto labert auch den ganzen Tag, hier wird alles besser, aber irgendwie hole ich mir natürlich jetzt auch gerade ein bisschen zu starke Bases hier ran. So ein Achter, ich glaube, mit meinen Truppen. Wir nehmen uns mal eher so einen kleinen Achter, wie ich es im Moment bin. Oder wir holen uns eher so einen nicht so guten Achter, wie dieser hier. Aber ein bisschen muss ja wenigstens noch rüberkommen. Und
Da war wieder der Move zu den Clan-Spielen. Und ja, alles viel zu schwer hier. Oh, die Base hatte ich auch schon mal als RA8. Auf jeden Fall muss ich mir natürlich jetzt auch eine RA8 Clan-Base bauen, also CK-Base. Und der 9er hier ist ja schon fast schlecht. Der ist ja schon fast so schlecht wie ein 8er. Und hat auch ein paar Ressourcen für uns. Vor allem Gold und ein bisschen Dunkles. Das Dunkle brauche ich jetzt nicht ganz so dolle, aber ich glaube, wir können den mal mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen mal den 9er hier mit. Da kriegen wir hier vielleicht bekommen wir hier ja mal so den einen oder anderen X-Bogen schon mal auf unser Konto. So als 8er kann man das ja jetzt schon mal machen. Da ist natürlich ein Scherz hier so frisch 8. Aber mal sehen. So, die Mauerbrecher hier reingeschickt. Der Funnel ist eigentlich schon mal da. Und was habe ich in der Clanburg? Oh, ich habe coole Truppen in der Clanburg. Jawohl, vielen lieben Dank. Und dann kann das hier jetzt eigentlich schon mal reingehen. Meine Heiler sind schon mal weg. Schon mal eine gute Voraussetzung, dass dieser Angriff hier gelingen wird. Dann muss man sich um die nicht mehr kümmern. Aber ich glaube, jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus hier, Rathaus. Und jetzt können wir hier eigentlich auch mal den King so ein bisschen giften, hier den Gegner King, dass der nicht so viel Schaden macht. So, jetzt sind wir am RH. Jawohl, jawohl. Das sieht schon mal besser aus hier. Und ein paar Ressourcen haben wir jetzt nicht wirklich mitgenommen, denn die liegen weitgehend außen. Das ist aber nicht so schlimm. Ein Tod muss ich hier mal sterben. Entweder sterbe ich hier den Tod, dass ich das Event hier mache. Komm, King, geh da nochmal richtig durch. Dann haben wir vielleicht nochmal eine Chance auf ein Lager. Aber ich glaube, das wird der King nicht mehr schaffen. Meine Riesen da hinten auch nicht. Und ich habe hier jetzt echt wenig Loot mitgenommen, glaube ich. Aber wir haben das Spiel hier zumindest gewonnen, jawohl. Jetzt müssen wir gleich natürlich mal checken. Oh, da hinten, schade. Da hinten ist noch das eine Lager im Ausbau. Das kriegen wir nicht mehr. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und hier ist das andere im Ausbau. Okay, der hätte jetzt schon zwei gehabt. Also zwei müssen wir jetzt auf unseren Zähler haben. Haben wir auch. Ja, ich hatte, glaube ich, eben 5. Jetzt habe ich 7. Okay, 3 muss ich noch machen. Oh, meine Durchstrecke ist jetzt aber auch um. Und ich trainiere hier einfach mal nach. Ich hoffe, die Folge hier vom Start RH8 hat euch trotzdem gefallen. Sie ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Also so kann man es machen. So geht's. So heißt das ein bisschen die Folge auch. Start RH8. So kann man es machen. So geht's. Jeder ist da auch anders. Und jeder startet ein bisschen anders. Jeder ab so ein bisschen anders. Aber das ist so ein bisschen so meine Strategie. Und vielleicht ein kleiner Tipp. Wenn ihr so ein Buch habt, dann nutzt das Buch auch ruhig, dass ihr vielleicht von den Clanspielen aus Rathaus Level 7 schon mitgebracht habt. Und der ein oder andere haut sich eigentlich auch gerne mal gleich das Rathaus hoch. Habe ich jetzt öfter schon mal in einigen Videos auch gesehen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.